Sommerloch. Wir haben das Sommerloch. Das Sommerloch. Ja, ich meine, so richtig Sommer ist es nicht. Aber es ist Sommer. Es ist warm. Es ist sehr warm. So, vor ein paar Sekunden hatte ich hier mal wieder Gespräche. Ich finde es immer so super toll. Künstler helfen Künstler. Ist richtig. Es wird einem Künstler wieder geholfen, der da mal wieder was braucht. Und wie gesagt, an alle Künstler oder die Künstler werden wollen oder halt Künstler sind, aber nicht jetzt in diesem großen Portfolio, da wo auch Dieter Bohlen rumdüst, ne? Also nicht die Größenordnung. Wir helfen natürlich Künstlern, die man nicht so kennt. Die meinen Sprachgebrauch täglich heiße Z-Promi. Ja, es waren sehr viele Künstler ja schon hier. Ich muss auch gestehen, an sich wollte ich das alles gar nicht mehr machen. Künstler helfen Künstler, weil es ein sehr undankbarer Beruf ist. Oder sagen wir mal so, ist der Beruf ist nicht undankbar, aber es wird undankbar, weil es einfach nicht so funktioniert, weil Künstler immer andere Vorstellungen haben oder mit ihrer Kunst halt Geld verdienen wollen. Und es klappt alles nicht so, weil zu große, zu mächtige das verhindern. So, 1995 auf der CeBIT haben wir das ja alles gemacht. Uprom TV, Du bist TV, war eine tolle Geschichte. Und jetzt gibt's das alles nicht mehr. Wenn ihr mal auf Astra Digital geht, werdet ihr unseren Namen Uprom TV dort nochmal sehen, aber mehr nicht. Es ist vorbei. So, wir senden nicht mehr auf 98,5 Astra Digital, sondern wir machen das jetzt hier. So, an alle Künstler, die irgendwas vermarkten möchten oder promoten möchten, ihr müsst das halt mit Instagram versuchen. Ja, mit Instagram. Ihr müsst bei all die 60 Sekunden reichen. Ihr müsst ein paar Sachen machen. Wie gesagt, die Kunst des Instagram reinstellen geht ja auch. Man kann was produzieren, das dann in Instagram reinstellen. Heutzutage muss man halt ein Instagram-Künstler werden. Instagram-Künstler. Ja, mit einer guten Kunst kann man ruckzuck ganz viele Clips bzw. Follows bekommen. Zum Beispiel Bali, Knast K, Zelle 7 und Block B war ja auch ruckzuck 2500 Follows da. Das geht also schon. Man muss dann halt bleiben. Ist nur halt eine traurige Geschichte, weil manche Geschichten wahr sind. Ich habe jetzt gerade ein Drehbuch dort liegen von einer jungen Dame. Das werde ich gleich mit nach Hause nehmen. Wenn ich Zeit habe, werde ich ihr das Drehbuch auch irgendwie schreiben. Das Leben schreibt leider Geschichten. Und diese Geschichten sind meistens wahr. Das große Sterben der großen Studios, die ihr vielleicht gar nicht kennt. In Düsseldorf waren so viele Studios, in München waren so viele Studios, die halt gar nicht mehr vorhanden sind. Ob die nur für Kinderkanäle Filme gemacht haben oder für Erwachsene. Frank Zander zum Beispiel, der kann ein Lied darüber singen. Frank Zander macht jetzt wieder was, aber in Berlin auch nur für eine kleine Klientel. Meine lieben Freunde, alles was ihr tagtäglich erlebt, ist gerade mal ein Promille vom Ganzen. Wir sind 80 Millionen Bürger aus allen Schichten, aus allen Kulturen sind wir hier. 80 Millionen sind wir. Wir sind 80 Millionen. Und wenn ihr da mal 500 oder höchstens 25.000 Randalierende seht, kommt das Fernsehen mit so einer Speziallupe 500 und ihr meint, boah, denkt da mal drüber nach, was ihr tagtäglich so erlebt. Für alle Instagrammer, ihr wisst, das kann schon mal Stunden dauern da, wenn ihr immer nur so am Pegeln seid. So, heute Künstler helfen Künstler ist immer so eine trockene Geschichte, deswegen mache ich die auch ratzfatz ziemlich kurz, einfach. Wie gesagt, natürlich können wir Videoclips machen, ist klar, 20 Sekunden, 30, das was ihr braucht. Aber bringt bitte alles mit, ja, bringt bitte alles mit und es geht nicht mal eben so, ne? An alle Künstler, egal welche Kunstrichtung auch immer, es geht nicht einfach mal eben so. Alles, was gemacht wird, geht nach einem technischen Clip-Know-how, es geht nach Textur, es geht nach Bild und so weiter und so fort. Also, man braucht erstmal was. Man braucht erstmal nicht nur das Studio. Das Studio sieht eh aus, wie es aussieht. Ja? Aber was nachher aus dem Studio herausgenommen wird, was mitgenommen wird, das ist ja dann die Produktion, die wir durchgezogen haben, die wir fertig gemacht haben und womit ihr dann arbeiten könnt. Aber es muss sitzen, es muss passen, es sollte nicht so durcheinander sein, mach mal eben. Mach mal eben, meine lieben Freunde, das klappt nicht, das geht nicht. Wie gesagt,
Herr Söder hat plötzlich Star Wars entdeckt. Ihr wisst, wir drehen ja immer noch Star Wars. Und Herr Söder hat, Herr Lindner hat plötzlich Star Wars entdeckt. Plötzlich haben alle das Digitale entdeckt. Nur keiner geht damit um. Keiner will damit umgehen. Keiner weiß, wie man damit umgeht. Aber alle haben. Alle haben. Ja, deswegen gibt es ja uns als Fachfirma. Wir helfen euch nicht nur im Studio, nein, auch tagtäglich im Shop. Das wisst ihr ja. Wir haben alles Mögliche mal gemacht. Wir haben Shop-Clips gemacht. Wenn der Kunde reinkommt, haben wir gebremst. Ja? Dann haben wir weitergemacht. Dann haben wir diese Star Wars-Geschichte. Jeden Monat gibt es eine Star Wars-Geschichte. Ich bin gerade von so einem jungen Mann gefragt. Ich finde die Jugend, die heutige Jugend, finde ich klasse. Mein Liebe, also an die Jugend, das kostet alles Geld. Wenn du mit Mark Hamill sprechen möchtest, ist kein Thema. Wir rufen da an, der Mark Hamill kommt. Aber bist mal eben 6.000 oder 10.000 Dollar los. So sieht's aus, dann kannst du dich gerne mit ihm unterhalten. Ist aber also kein Thema. So, also wie gesagt, die Stars und Sternchen müssen heutzutage ziemlich hart Geld verdienen. Die wenigen, die ihr seht, die 1,5 oder 2,5 oder 250 Millionen Follower haben, das sind natürlich alles Highlights, die kennen wir. Ob der Pitt ist, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger etc., Sly, ne, Stallone. Ist klar, dass die Fotos haben. Oder die ganze Bollywood-Geschichte. Ja, Bollywood! Ja, nicht Hollywood, Bollywood. Die ganzen Inder. Ja, aber meine lieben Freunde, so einfach ist es nicht. Noch einmal, wenn ihr indische Sachen machen wollt, da sind Lizenzen, da stehen Lizenzen vor. So schnell und so einfach geht das nicht. Heute mache ich mal hier so ein Video über Kunst. Künstler helfen Künstler, aber so einfach ist das nicht. Ihr wisst, dass ich jetzt auch für die beiden Dorn und John da die Sachen macht, ja? Und Helge und wie sie alle heißen. Hier waren so viele Künstler, die ihre Produktionen haben machen lassen, ob das Theater Courage war, ob das neue Theater hier nebenan ist, ob das, wie gesagt, Don und Ray sind, der Bassist und die Klavier. Da kommen so viele rein, die hier ein E-Casting brauchen oder einen Musikclip brauchen oder brauchen. Nur wie gesagt, mal eben, mach mal eben. Das geht nicht, mach mal eben. Also, meine lieben Künstler, meine lieben Freunde, bringt was mit. Und das, was ihr mitbringt, können wir dann verarbeiten, weil das euer ist. Und das nehmt ihr mit und verarbeitet es und, ne? Meine Einer hat damit nichts zu tun. Meine Einer macht es euch fertig. Und deswegen, das hier ist ein Abfall-Videoclip, weil, wie gesagt, die Hütte war gerade voll. Wir haben uns unterhalten, der junge Mann, der hat nicht geglaubt, dass das so ist. Ist aber so, deswegen kann ich das vor lauter Kamera sagen. Es kostet nur richtig. Ist egal, wen ich anrufe oder egal, wer sich hier zusetzt oder zusetzen würde, den müsste ich richtig böse bezahlen. Für so einen Videoclip. Für 5 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten Arbeit. Kannst du auch schon mal 1000 Euro ausgeben. Wenn du dich mit Mark Hamill unterhalten möchtest oder mit irgendeinem dich unterhalten möchtest, ob da Bogeda ist oder ob da Daisy ist hier in London, das kostet Geld. Die kommen nicht einfach vorbei zu irgendeiner Produktionsstätte und so weiter. Mal eben eine Produktion, mal eben Videoclip, mal eben Soundclip, mal eben geht nicht. Es sollte, man kann zwar was machen, das ist richtig, aber man sollte es dann auch steuern. Das sollte dann, wie gesagt, fertig sein. Ja, dass das alles in der heutigen Zeit Geld kostet, ist klar. Deswegen sucht man ja auch so kleine Firmen, die für kleines Geld das machen oder mal eben nebenbei machen, weil die Sache ist ja sowieso da. Ne? Die ist sowieso da, also kann man auch nebenbei mal eben fertig machen da und dann stimmt die Sache. Ja, wie gesagt, kann man alles machen. Ich schaue mir jetzt, wie gesagt, das Drehbuch an. Ist ein Live-Drehbuch. Die junge Dame hat auch was. Ist halt wie die beiden zum Beispiel in Bali, Knast, ne? Und so weiter. Das ist die Wahrheit und ist jetzt die Wahrheit. Und darüber kann man Geschichten machen. Wie die Geschichte dann aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Muss ich mir ausdenken, dass das eine schöne Geschichte wird. So, wir sind jetzt Instagrammer mittlerweile, Selfie und so weiter und so fort. Und ja. Wie gesagt, wir haben uns gerade kurz unterhalten. Montag machen wir was. Das seht ihr dann. Meiner einer darf dann mal wieder nicht drüber sprechen. Deswegen sage ich es. Es ist das Sommerloch. Wir können vieles machen. Für die Musiker, E-Casting, ihr wisst Bescheid.
Hier haben wir sehr viel E-Casting schon gemacht und wie gesagt auch andere Sachen gemacht. Wir können hier eine Menge machen. Ihr müsst nur euer Konzept mitbringen. Bringt bitte euer Konzept mit. Konzeptlosigkeit, das klappt nicht. Ich kann zwar viel kochen, aber ich weiß nicht, ob euch das schmeckt. Ja? Wie gesagt, heute habe ich mal nicht mit 3PO gedreht hier, weil er wusste auch gar nicht, dass ich jetzt im Studio bin. Sonst wäre er sicherlich vorbeigekommen, hätten wir auch sicherlich hier was gemacht. Aber im Moment, wie gesagt, bin gerade angerufen worden, sage ich, komm vorbei, mach eben den, bin im Shop. Wie gesagt, ich hatte ja ein Drehbuch hier liegen lassen, deswegen musste ich ja sowieso hier hin. Ich lese das Drehbuch durch. Dieser Videoclip ist on air, kann jetzt bei YouTube, bei Facebook gesehen werden. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, wegen der Ehrlichkeit. Wir sind eine echte Produktion, wir sind eine echte Firma, wir sind wirklich in der Handelsregistration. Wir haben wirklich mit der Politik zu tun, wir haben wirklich mit den ganzen Leuten zu tun. Das Schöne an der Jugend ist immer, die stellt sich das immer so komisch vor. Ne? Ist aber nicht. Das ist alles nicht so komisch. Die wahre Welt der Arbeit, die sieht gar nicht so lustig aus. Die wahre Welt der Arbeit, wisst ihr doch alle selber. Ey. Die Köche, die kochen, machen tolle Sachen und draußen feiern hochrangige Leute. Und der Koch hat es gemacht. Keiner weiß aber, wer der Koch war. Nur die hochrangigen Leute kennen den Koch. Ja, die gehen auch gerne dahin, weil die wissen, dass sie lecker bekocht werden. Ja? Und manche Köche, die dann vor laufender Kamera da herumkochen, kennt ihr die noch? Nö, ne? In Rüttenscheid hatten wir auch einen und der Laden ist zu. Zum Beispiel. Ja, oder andere Köche. Ja? Super Köche im zweiten deutschen Fernsehen. Zwei super Köche. Und was macht der andere? Der war noch nie Koch. Aber egal. Ihr habt geglaubt, ihr wärt ein Koch. War aber kein Koch. Ja, ist ein Entertainer. Der macht jetzt eine ganz andere Sendung. Ne? Ja, zum Beispiel. Der andere war ein echter Koch. Aber warum man nichts davon hört, weiß ich nicht. Aber ist halt so. Ja, so. Wir haben 180 verschiedene Arts-Sendungen mittlerweile. Kaum einer hat noch Lust, Fernsehen zu schauen, weil das Fernsehen einfach nichts mehr ist. Das Fernsehen kassiert nur. Es kassiert nur, bringt aber nichts. Till Schweiger zum Beispiel, komm, über Till Schweiger 2010, was da abgegangen ist, wisst ihr ja noch. 2015 erst recht. 2015 ging richtig die Post an mit Till Schweiger, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Den Videoclip haben wir aus Sicherheitsgründen haben wir den gekillt. Er hat uns auch die 750.000 NRW-Zuschüsse da weggenommen, hat dann seinen Tatort gedreht, den er dann ins Kino gebracht hat. Der lief jetzt vor kurzem im Fernsehen, war genauso gefloppt wie damals im Kino. Ja, Till Schweiger zum Beispiel. Manta Manta. Ach meine Güte. Meine einer geht jetzt auf die 60, verendet die 60, wenn er Glück hat. Und ja, was soll er denn jetzt vor so einer laufenden Kamera da erzählen? Die Welt sieht halt so aus. Wir sind 80 Millionen. Wir werden tagtäglich. Leute, ich habe jeden Tag ein Drehbuch liegen und kann sagen, ja, ich weiß, das ist so. Der Richter in der heutigen Zeit, der richtet nicht, keine Ahnung, ein Richter von heute, in Amtsgericht oder Landgericht, der macht mehr Fehler, wie ist halt so. Ist wie ein Arzt. Wie ein Arzt versucht da mal einen Arztfehler nachzuweisen, einen richterlichen Fehler nachzuweisen. Ja? Richter hat keinen Bock, dann sagt er Versäumnisurteil. Da hängst du drin. Du hast ein Versäumnisurteil, vergiss es. Du kommst da, das kannst du machen, was du willst. Das Ding steht Feierabend. Jetzt kannst du nach Jahren schauen, dass du da vielleicht irgendwie doch rauskommst, aber aus den Fehlern der Richter, aus den Fehlern der Ärzte, aus den Fehlern der Politik kommst du nicht raus. Keiner kommt da raus. Um da rauszukommen, müsste an sich alles formatiert werden, alles auf Null gesetzt werden und dann klappt das. Das ist eben so. Vergesst es. Vergesst den ganzen Facebook-Kadaumes. Ey Leute, hört auf, auch die Star Wars, diese 40.000 Star Wars Typen, die da total verrückt spielen. Ey, geht in Therapie, da wirklich, lasst euch therapieren. Star Wars gehört euch nicht, gehört keinem, nichts gehört einem. Das Problem in der Geschichte ist, wenn was passiert, so wie jetzt mit dem Drehbuch der jungen Dame. Ich habe mir das alles angehört, ich habe es auch weitergeleitet. Mehr kann ich ja nicht machen. Ich habe auch mir die Geschichte angehört mit Bali, Knast K, Zelle 7. Ich habe ja das alles angehört. Ich habe ja auch Gedanken darum gemacht. Und ich kann als Künstler helfen. Künstler, natürlich können wir helfen. Man kann den gewissen Leuten das übergeben. Und wenn die das machen, ist in Ordnung. Und wenn es juristisch ist, geht es an sich normal, seinen juristischen Weg. Aber in der heutigen Zeit, jetzt hier und heute,
musst du für jeden Fehler böse bezahlen und für andere Sachen auch. Du musst bezahlen. Das ist eben so. Ja? Und wenn du, wie gesagt, das ist eben so, du musst bezahlen, und es ist nicht schön, dass man bezahlen muss, aber es ist so. Wir kriegen, obwohl juristisch gesehen ist alles für jeden da an sich, aber die Ämter zerstören Menschen, ja, Jobcenter zerstört Menschen, hilft nicht, die fördern nicht, die fordern nur. Ja? Kriege ich jeden Tag mit. Ich sehe nur noch Druck. Ich sehe keine Hilfen mehr. Wenn du Hilfe, ja, klar, ich helfe dir, gib Geld. So, dann gibst du Geld, da wird dir geholfen, wie, dass du dein Geld los wirst. Ja? Also dein Geld wirst du los. Ah, oh, ich gehe vor die Kamera, ich gehe nach RTL. Ey Leute, RTL, WDR, irgendwie, können nicht helfen. Die schreiben zwar alles, die machen wunderschöne Geschichten, riesige Zeitungsberichte, das sind Nanosekunden, so wie das hier, das sind Nanosekunden. Nichts passiert, nichts. Die BRD gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt keine Bundesrepublik Deutschland mehr. Warum heißen denn die plötzlich die Mannschaft und all solche Sachen? Frau Merkel sagt, wenn man, also man braucht ja nur Google. Ja, also Frau Merkel sagt etwas und geht man auf Google, was hat die ja gerade gesagt? Und dann steht plötzlich bei Google, yo, europäisches Recht vor deutsches Recht, aber, und da fängt das schon an so, aber, ey, wieso aber? Gibt es das deutsche Recht oder gibt es das europäische Recht? Aber wenn der mit aber anfängt, ja, man will aber nicht, dass das, und boah, Leute, haben wir Europa oder haben wir kein Europa? So, haben wir Nationalität oder haben wir keine Nationalität? Also hier ist ein kunterbuntes Multikulti-Rhabarberkirchen an alle Waldorf-Universitätsstudierende, die jetzt an der Macht sitzen zwischen 60 und 70. Plan habt ihr nicht. Ihr habt keinen Plan. Tut mir leid. Ihr seid zwar bei Instagram, ihr seid zwar bei Facebook. Ihr sprecht aus dem Auto raus. Ihr sprecht von der... Ne, ich war gerade schwimmen. Ne, Herr Söder war gerade schwimmen. Dieter Bohlen ist okay. Dieter Bohlen kann ruhig machen. Dieter Bohlen ist ein Entertainer. Der kann von mir aus von der Polizei weglaufen, was er natürlich nicht weggelaufen ist. Der kann über sein Haar reden, was plötzlich zu hell war. Ist klar, wenn so eine Lampe auf seine Birne leuchtet, dass er dann schneeweißes Haar hat. Ist klar. Ach herrlich, ich finde es toll. Dieters Tagesshow bei Instagram. Eine tolle Geschichte. 250.000 rennen hinterher. 30.000, 40.000 Fohlen oder schreiben unten runter. Eine tolle Geschichte. Lara zum Beispiel, das ist eine Cosplayerin, ja. Sie sollte sich mal fragen, warum sie so viele Follower hat. Wenn man so ausschaut, wie man ausschaut, hat man ganz viele Follows, ja. Das ist eben so. Wenn man aussieht, so wie ich jetzt aussehe, bin ich froh, wenn zwei, drei das geguckt haben. Und ich bin froh, wenn zwei oder drei das verstanden haben, worum es geht. Es geht darum, Künstler helfen Künstler, aber ey, mach mal eben. Mach mal eben geht nicht. Genauso jetzt, das ist eine wahre, echte Geschichte, wo ich mich gleich dran setze. Das ist ein Drehbuch. Und wenn ich Lust habe, da ich Zeit dazu habe, werde ich ihr dann mal als Drehbuch schreiben, ne, was sie mir da geschrieben hat. Ja, ich weiß nicht, ob sie den Videoclip sieht. Ich habe es versprochen, deswegen sitze ich hier. Und ich habe auch gerade vor ein paar Minuten jemandem versprochen, ja, komm rein, machen wir. So, kein Thema. Ich muss einfach nur sagen, es ist natürlich schwer, undankbar alles, mal eben machen, weil die meisten nichts mitbringen. Ich soll dann alles machen, ich weiß ja nicht die Vorstellung. Ein Film, meine lieben Freunde, auch Star Wars, wird vorher ausdiskutiert. Da sitzen viele, denken drüber nach, etc. pp. Man kann nicht einfach mal eben machen. Ey, kein Spielfilm wird mal eben gemacht, ja? Ich meine, Geld verpulvern, das wird ganz schnell gemacht. Mädchen ohne Hände, Grimms Märchen 49, wurde hier gedreht, gemacht. Dann dieses Musical, was da gemacht wurde. Und Stromberg und die ganzen, die waren alle hier. Ne? Hier wurden so viele Sachen gemacht, worüber ich ja gar nicht reden darf. Ich sage ja nur, hier wurden sehr viele Sachen gemacht. Die werden tagtäglich gemacht. Die werden tagtäglich irgendwelche Sachen gemacht, dann für irgendwelche Produktionen genommen werden. Nur, ich bin ja leider gezwungen zu schweigen. Auch jetzt darf ich nur sagen, ja, wir machen, ist überhaupt kein Thema. Der den Videoclip jetzt sieht, der weiß, aha, er macht, er wird, ne? Ihr wisst Bescheid, kein Thema, kommt rein, kriegen wir schon irgendwie hin. Ihr müsst euch nur, ihr müsst nachher wissen, wo er das weitermachen lasst. Ja? Also geht schon, kriegen wir hin. Ja, also wie gesagt, ich bereite vor, das Problem an der Geschichte ist,
Man muss auch einen richtigen Auftrag erteilen. Ich möchte das, 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 sondern wird das, das, das auch besorgt. So, aber in der heutigen Zeit ist immer so Art, I am in paradise, weißt du, so, ja, und ich gucke dann, wie ein Auto, das, ja, an alle Self, an alle ich will fern, ich will Schauspieler, ich will dies, ich will jenes, ich will das. So viele denken sich aber so, ich habe viele Kostümträger hier. Ich sage Kostümträger, nicht Cosplay. Ja? Die tragen also berühmte Kostüme aus berühmten Filmen. Also die müssen dann abgelichtet werden und so. Oder die fragen mich, du, guck mal, hier ist was schiefgelaufen. Ja, ist klar. Jason zum Beispiel. Die Maske von Jason, eine tolle Geschichte, sieht auch toll aus. Aber wieso sind dann die Haare ab? Ja, sag ich, weiß ich nicht, ich habe die Maske nicht gebaut. Ja? Wir haben hier Maskenbildner, wir haben hier Horrorspezialisten, wir haben Spielfilmspezialisten. Das sind Spezialisten, so. Die kosten Geld. Mal eben anrufen. Anrufen kostet schon Geld. So, wir leben in einer Zeit, wo das alles nicht mehr so funktioniert. Ich bin ja wirklich froh, C3PO, wie gesagt, wird auch bezahlt. Und C3PO, der Kollege, ihr wisst, der will natürlich, der brennt auch drauf. Und das kostet aber erstmal viel Geld. Wir wollen den, vor laufender Kamera wollen wir zum Beispiel den Falken wieder zusammenbauen und über den Falken philosophieren und über den Falken reden. So, der Falke steht im Original, also einer von, ein Falke von, es gibt verschiedene, das sind so Gerüstbauten, wo der Falke dann zusammengesetzt wird. Ihr seht immer nur einen Teil, ihr seht nie das Ganze, aber egal. So, und der steht zum Beispiel in London auf dem Gelände. Ja, schön versteckt, aber ein paar Satelliten- bzw. Hebekameras hatten das Teil entdeckt und Google hat es natürlich dann auch veröffentlicht. So, also wir haben vor, so einen Teil zu machen, aber wie gesagt, die Firma De Agostini, die verdient erstmal 1200, also 1200 Euro verdient die erstmal. Und ich muss erstmal gucken, wann ich das, wie ich das freigebe, um dann die Dreharbeiten zu machen. So, ihr merkt schon, es kostet alles Geld. Das hier kostet jetzt Zeit, auch eure Zeit. Wie gesagt, wir sind eine Produktionsfirma und wir produzieren. Wir machen Clips ohne Ende. Wir zeichnen auch auf. Wir zeichnen auch auf. Und ja, aus einem Drehort wird plötzlich ein anderer Drehort. Zum Beispiel. Mal eben so nebenbei so gesagt. Ne? Ja, natürlich kostet alles Geld. Meiner einer hilft, weil er helfen kann. Er kann sich das erlauben, zu helfen. Aber wenn ich schon helfe, meine lieben Freunde, dann doch bitte nicht so chaotisch. Ich meine, der kleine Junge da gerade, der war total verwirrt, der glaubte nichts. Also wenn ihr schon meint, das ist ein Schwätzer, dann tut es mir richtig leid, wenn ihr die Leute nicht erkennt, dass das wahre Leute sind, echte Leute sind, die wirklich was drauf haben, die wirklich was können. Weil eine Firma gründen und eine Firma 60 Jahre am Laufen zu haben, die Leute haben sicherlich was drauf. Ja, dass die aussehen, wie die aussehen und dass die Wahrheit so aussieht, das tut mir natürlich leid. Fahrt mal nach Cobra 11, schaut euch mal Cobra 11 an in Köln. Kostet richtig Geld, aber könnt ihr anrufen, könnt ihr dann mal hin. So, oder fahrt mal eben nach München, Rosenheim Cops, guckt euch da das an. Oder hier um Ecke Lindenstraße, genau, das gibt es ja schon, keine Ahnung wie lange. Guckt euch doch die Kulissen an, Leute, die Wahrheit sieht anders aus. Ja, erschreckt dann bitte nicht, wenn ihr die Wahrheit seht. Das ist halt so. Ihr seht jeden Tag eine super tolle, super toll seht ihr alles. Und in Wirklichkeit ist doch gar nicht super toll. Auch die Drehorte sind nicht so super toll. Wenn ihr jetzt alles nach Irland, auf die Insel, wo Mark Hamill und so weiter E8 gedreht wurde, wenn ihr euch das da anschaut. Da ist kein Flair. Ich meine, die Treppen rauflaufen, das ist schon strapaziös. Auch für die Schauspieler war das strapaziös, auch wenn der Hubschrauber rumflog. Der durfte leider nicht so oft da rumfliegen. Ist Naturgebiet, aber egal. So, und all solche Sachen. Also Backstage sieht die Sache immer anders aus. Ob das nun jetzt in Bali ist, Knaska, oder jetzt hier die neue Story mit dem Drehbuch. Die tut mir natürlich total recht herzlich leid. Daraus jetzt Berliner Zoo, wisst ihr noch? Hm?
ach, wie die alle geheißen haben. Das sind alles so Geschichten. Natürlich kann man die in Szene setzen. Die Frage lautet nur, wer zahlt das? Wer hat Lust, das zu bezahlen? Und wer hat nachher Lust, das zu sehen? Hm? Till Schweiger noch einmal 750.000 zusätzliche Euros in den Sand gesetzt, ja? Die er da mal eben bekommen hat für seinen Tatort. Ne? Ich meine, es läuft ja eh alles jetzt anders. Wir haben jetzt das ZDF, ARD, die neuartige Geschichte für diese Jugendlichen. Die Jugendlichen wissen das gar nicht, dass es das gibt. Ja? Funk heißt das. Funk. In diesem Funk bei ZDF, ARD, bei YouTube könnt ihr alles sehen. Die werden auch subventioniert. Die kriegen 80.000 Euro, um dasselbe zu machen, was ich jetzt hier mache. Nur ich muss es bezahlen, ich muss es machen und die kriegen dann einfach mal eben 80.000, mach mal. Die sitzen vor laufender Kamera, erzählen euch die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit. In Wirklichkeit lügen sie euch einen vor, weil hinter ihm wird das nächste gedreht, da sitzt ein anderer, da vorne Nerdwelt, ja, da sitzen die vor laufender Kamera und machen da eine Live-Geschichte und all solche Sachen. Ich hätte das jetzt auch live machen können. Wir machen doch jeden Tag. Jeder von euch macht jeden Tag. Bei Instagram, YouTube, Facebook, bei WhatsApp etc. pp. Es ist machbar. Es ist machbar. Überhaupt kein Thema. Die Frage lautet halt nur, was ist da machbar? Okay, schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, ich habe grünes Licht gegeben, in Notfall mariert. Und dann schauen wir mal. 20 Sekunden sind 20 Sekunden. Das hier war schon wieder viel zu lang. Aber egal, ihr wisst Bescheid. Ne? Wenn ihr schon reinguckt bei AWA Movie, Film und Fotoproduktion. Wie gesagt, alles darf ich nicht zeigen. Noch einmal, es ist eure Produktion, es ist euer Leben, es ist euer Drehbuch. Ich kann es nur so machen, damit ihr damit tingeln könnt. Ich kann euch da Videoclips machen, E-Casting, Musikclips und damit geht ihr tingeln, nicht ich. Ich kriege so, was weiß ich, meine paar Euros und gut ist. Ja, für gute Leute mache ich das sowieso, da geht kein Weg dran vorbei. Ich habe ein paar gute Leute, die gute Künstler sind und die Geschichte damals, wisst ihr noch, Sat.1, Wendler gegen Wendler, haben wir ja auch gemacht. Nur ich habe das alles gelöscht, weil es ist ja vorbei. Ich meine, ich könnte es mal wieder in Szene setzen, ist kein Thema. Muss ich mal gucken. Ne? Müsste den Onkel Wendler da mal anrufen. Du hast noch mal, nicht Norbert. Der heißt nicht Wendler. Ich rede vom richtigen Wendler, vom Frank Wendler. Den unterstütze ich ganz gern, weil er ist echter Musiker seit 1978 und ich hoffe, er kommt mit seiner Musik mal wieder raus. Vielleicht haben wir ja Glück, dass er irgendwann mal wieder mit neuer Musik erscheint und so. Ich würde mich freuen, wenn er mal wieder Gas gibt, mal wieder da ist und mal wieder was macht. Ne? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal und dann schauen wir mal. Ich freue mich, dass ihr überhaupt geschaut habt.